So, wieder zurück. Reservoir of Mine, Tag 7. Wir müssen den Tag nochmal neu anfangen, weil wir mitten im Tag aufgehört haben. Aber okay. Hier die Bandagen, frag mich nicht. Da war was. Wir waren im Krankenhaus und haben da um uns geballert. Haben zwei Leute da töten. Ja, getötet. Eher aus Versehen, weil ich das nicht irgendwie bewusst gemacht habe. Ich schwöre. Trotzdem ist es passiert und trotzdem müssen wir damit leben. Vor allem muss der Marco damit leben. Er hat zwar hier gut was mitgebracht, aber er ist eben auch sehr schwer verletzt. Deswegen würde ich jetzt vorschlagen, das Erste, was er macht, ist, sich eine Bandage zu holen. Eieiei. Da haben wir was angerichtet. Oh Marco, warum musstest du das tun? Ja. Da hat er recht. Okay, wir brauchen noch wieder dieses Wasserteil. Das da. Das stellen wir uns her. Und platzieren das jetzt mal. Nein, ich will es weiter drüben. So. Ja, so ist aber auch doof. Kann man das nicht so mittig stellen, so ein bisschen? Naja. Hauptsache, er hat seinen eigenen Willen. Okay. Dann lässt du das mal machen. Der andere pennt noch. Okay. Was haben wir noch? Da haben wir alles schon freigeräumt. Da gibt es nichts mehr. Also bei uns in der Hütte gibt es jetzt soweit eigentlich nichts mehr. Er hier ist schwer verletzt und hungrig und traurig und müde. Dann frisst du jetzt was. Du hast Vorrang. Du darfst dir die Konservendose schnappen. Und dann legst du dich mal eine Runde hin, würde ich sagen. Okay, dann. Hau dich mal aufs Ohr. Marco. Was steht hier noch? Arme Leute, ich weiß, so grausam es war, ihre Vorräte zu nehmen, aber es geht um unser Überleben. Da haben wir die Leute bestohlen. Also wir sind nicht so toll hier unterwegs. Ich habe das für uns alle getan. Ich werde tun, was nötig ist, damit wir diese Hölle überstehen. Ich muss stark sein. Meine Freunde haben es auch schwer, aber es tut so weh. Ja, das ist fertig. Dann bauen wir da gleich mal einen. Wir haben keinen Filter. Also darfst du jetzt mal als schneller Läufer darunter hechten und mir einen Wasserfilter bauen. Da haben wir ja Gott sei Dank noch genug dabei. Dann baust du den. Marco muss diese Wunde versorgen lassen. Aber von wem und wie? Es klopft an der Tür. Stimmt. Die Lady kommt. Die holen wir jetzt gleich mal ab hier. Wir machen die Tür auf und reden mit der Dame. Und es ist die. Oh nein, das ist jemand anders. Das ist die Emilia. War das die gleiche? Nein, das war eine andere. Ich bitte um Verzeihung, es ist mir peinlich, da zu fragen. Aber dürfte ich eine Weile hier bleiben? Mein Zuhause ist auf der anderen Seite der Front und ich kann dort nicht hingehen. Ich habe versucht, in meiner Kanzlei zu bleiben, doch diese Gegend ist seit kurzem äußerst gefährlich. Ich kann sonst wirklich nirgendwo anders hingehen. Unsere gute Tat. Wir sagen ja, da wir die andere auch nicht haben. Dann kommst du mal rein zu uns. Und. Die Emilia ist eine talentierte Anwältin, die leicht verletzt ist. Gut, als talentierte Anwältin lesen wir uns mal ihre. Oh, sie trinkt Kaffee. Und ihre Lebensgeschichte oder ihre Geschichte. Jetzt, da wir zusammen festsitzen, kann ich euch genauso gut von meiner Familie erzählen. Mein Vater war ein pragmatischer Mann. Er hat uns ständig an die Wichtigkeit von finanzieller Absicherung erinnert. Deshalb bin ich Anwältin geworden, so wie er. Meine Schwester sollte Ärztin werden. Als der Krieg ausbrach, hatten wir viele Ersparnisse auf dem Familienkonto. Die Währung hat aber sehr schnell allen Wert verloren. Die Banken waren geschlossen und wir hatten kein ausländisches Geld. Innerhalb weniger Tage waren wir arm. So schnell geht das. Das Leben kann sich jeden Tag so schnell ändern. Okay, was machen wir mit ihr? Keine Ahnung, setz sie mal hin. In
Interagieren kann man nicht zwischen den Leuten. Jetzt gehst du mal hoch und baust den Wasserfilter ein. Damit wir ein bisschen Wasser haben. Jawohl, den nehmen wir, den Filter, und wir stellen das her. Das setzt du jetzt ein und dann warten wir ein bisschen. Und dann sollte das schon kommen. Wir haben Glück, dass es hier drin nicht kalt ist, ja. Was sagt denn das Wetter? Heute aktuell. Die meisten Tiere sind von den Straßen verschwunden. Denken Sie daran, falls Sie Fleisch von zweifelhaften Händlern kaufen. Okay. Radio 1. Die Stadt Pogoren leidet an einem extremen Mangel an lebensnotwendigen Vorräten. Wenn das so weitergeht, werden die Einwohner bald zu Plünderern und durchsuchen die Stadt. Und durchsuchen die Stadt nach all dem, was sie gebrauchen können. Das ist schon passiert, zumindest bei uns. Haben wir hier noch was? Nein. Hier ist klassische Meisterwerke. Thermometer FM. Die kommenden Tage sollten noch schön warm sein, das perfekte Wetter für ein Spaziergang. Also reden ist heute nicht so meins, deswegen machen wir lieber etwas klassische Musik an. Okay, er hat immer noch Hunger hier. Ja, aber du kannst ja nichts bauen, weil wir die Dinger noch nicht fertig haben. Kochen. Deswegen musst du wohl mal eins roh futtern. Orwell. Und dann gucken wir mal, was wir hier noch bauen können. Messer, hatten wir da nicht schon eins? Ich glaube, da hatten wir schon eins. Oh, da brauche ich ganz viel Bestandteile und Teile und Holz. Das upgraden kann ich hier so schnell nicht, ne? Das haben wir nicht. Mit etwas Geduld, ein wenig Wasser und Zucker können wir einen widerlich schmeckenden, jedoch hochprozentigen Alkohol herstellen. Also das wäre unsere Handelswaage. Ich mach gleich aus und komme morgen wieder. Mit Reden habe ich es heute echt nicht. Das könnte unsere Handelsware werden. Allerdings im Moment noch nicht. Das Einzige, was ich hier bauen kann, ist ein Stuhl. Wobei wir da schon einen haben und... Obwohl einen. Wenn wir da mal ein bisschen was übrig haben, dann können wir uns da noch einen zweiten hinpflanzen. Der Ofen wäre vielleicht nicht schlecht jetzt erstmal. Beziehungsweise in der näheren Zeit. Damit wir nicht erfrieren. So. Du bist nicht mehr müde. Okay. Dann gehst du schon mal da hoch. Du bist müde, dann darfst du dich hinlegen. Und du bist schwer verletzt und traurig. Ja, du bleibst einfach mal liegen. Unsere talentierte Anwältin, was kann die? Unsere Sachen. Was haben wir denn eigentlich noch alles hier? Also wir haben Knarre, Waffe. Das war einmal ein Küchenutensil, okay. Militärsturmgewehr mit guter Feuergeschwindigkeit und eine Schrotflinte. Munition für Schusswaffen, aber für was wäre hier steht nicht da, ne? Ein paar Gedanken. Zum Glück ist unser Sansa-Schlupf ein Ort, wo wir eine Ruhepause vom Krieg einlegen können. Wir haben nur einen Stuhl. Wir haben Betten und können unter vernünftigen Bedingungen schlafen. Das ist schon mal gut. Stuhl ist anscheinend einer nicht viel genug. Oder nicht genug, ja. Falls jemand krank oder verletzt wird, haben wir einen Ort zum Ausruhen. Wir haben ein Radio hergestellt und hören das gerne. Wir sind froh, dass wir einige Bücher haben. Lesen hilft einem, die Schrecken des Krieges zu vergessen. Hierzu bleiben gewährt mir eine kurze Ruhepause in diesen schwierigen Zeiten. Wir haben keine Kippen mehr und konsumierte Tassen Kaffee pro Tag. Eine. Wir haben Löcher in den Wänden, unser Unterschlupf ist nicht sicher und wir müssen immer auf der Hut sein. Ja.
Die Löcher sollten wir auch zumachen. Schnellstens. Da haben wir nämlich ein riesiges und da oben haben wir nochmal eins. Wir brauchen so viel. Das ist schlecht. Wir müssen uns entscheiden. Wollen wir uns ein bisschen bessere Sachen da bauen und kaufen oder wollen wir erstmal gucken, dass wir ein bisschen Nahrung und Medizin herkriegen? Das finde ich jetzt eigentlich besser. Und dann renne ich wieder in die nächste Hütte rein und denke mir, oh, das können wir mitnehmen und oh, das ist auch nicht schlecht. Und dann komme ich wieder hier mit 20 Kilo Holz nach Hause. Und dann verhungern wir alle vor dem neuen Bett, das ich gebaut habe. Hier, Bruno. Achso, das hast du jetzt automatisch. Okay, dann rennst du jetzt da runter. Und kochst die Scheiße aus dem Herd. Da könnten wir sogar... Gemüse fehlt uns. Okay, also du machst jetzt hier mal einen... Aus einem Buch? Nein. Aus einem Stück Holz. So. 7:30 Uhr. Oh, jetzt wird's spät. Jetzt sollten wir uns beeilen, dass wir hier schnell nochmal was kochen können. Und das war's. So, der Marco bleibt im Bett. Auf jeden Fall. Dann haben wir sie. Sie ist nur leicht verletzt. Er ist schwer verletzt, also er bleibt auf jeden Fall im Bett. Er ist müde. Aber er... Du gehst jetzt plündern. Du stehst Wache. Und du schläfst. Er ist eigentlich doof, ne? Weil er ist müde. Wenn er jetzt schläft... Dann kann eigentlich er... Er hat aber nur 10... Nein, schicken wir ihn jetzt mal zum Plündern. Und sie schiebt Wache. Und die beiden, die müde sind, und er hier bleibt sowieso im Bett, weil der muss sich ausruhen. Was nehmen wir jetzt? Die Kirche. Hier ist Vorsicht geboten. Hier war ich schon mal. Hier ist auch Vorsicht geboten. Militärstützpunkt, Supermarkt ist Gefahr. Im ruhigen Haus ist was. Da war mal. Ich würde jetzt eigentlich fast nochmal ins Krankenhaus. Lassen wir mal den Bruno ins Krankenhaus gehen, weil die kennen ihn nicht. Vielleicht können wir da irgendwie... Und du nimmst mal ein Messer mit. Sicher ist sicher, bevor uns wieder was passiert, weil da sind Leute mit Knarren drin. Wir tun so, als waren wir noch nie hier. Da bin ich. Und dann hoffen wir mal, dass wir das diesmal besser hinkriegen und rüsten uns hier nicht das Messer aus, sondern... Was hat er da für Knöpfchen? Du kannst dich hinter der Tür verstecken. Nee, nimmst dir kein Messer in die Hand. So, Hallöchen. Dann gehen wir jetzt mal hoch. Hier sind nämlich schön viele Leute. Und falls sie Medikamente tauschen möchten, sollten sie mit Doktor reden. Es tut mir leid, aber wir haben Patienten, denen es schlechter geht. Ach, bei ihm kann ich mich behandeln lassen. Okay. Das ist jetzt bloß ein bisschen doof. Sie nicht, also bräuchten sie meine Hilfe. Ja. Dass derjenige, der hier auf seine Leute geschossen hat, jetzt der Verwundete ist. Oh, jetzt gucken wir mal. Die brauchen Bandagen. Ja, ich aber auch. Möchten sie dem Krankenhaus etwas spenden? Boah, Gewissensbisse über Gewissensbisse. Unsere Sachen, was willst du? Das ist das, was er hat. Sie müssten uns erhebliche Hilfe anbieten. Ein symbolischer Beitrag würde genügen. Der Sandu ist der Dr. Sandu. Nein. Wir gehen jetzt hier mal weiter.
ist das? Die Werkzeugkette, könnte ich das Schloss aufbrechen? Ja, das wollen wir ja nicht. Wir machen die Tür jetzt wieder mal zu. Hat er geschrien? Was ist hier los? Nina, lauf! Oh nein! Was ist denn hier los? Ich dachte, er wäre geflohen. Was zur Hölle ist denn hier los? Ich komme mal mit. Wieso tun sie das? Was ist denn? Was ist denn passiert? War das wegen mir, weil ich da reingelaufen bin? Hilfe, Hilfe! Leute? Ich verstehe nicht. Sind jetzt alle ausgerastet, weil ich da in die Tür reingelaufen bin? Das kann doch fast nicht sein, oder? Das hier ist nicht plündern, das ist nur mitnehmen. Was haben wir hier? Tabak. Das hier ist klauen, wenn ich hier reingehe. Jetzt rasten sie gleich wieder alle aus. Ich verstehe es echt nicht. Also entweder das ist irgendwie ein bisschen buggy und er sagt mir hier, dass ich eben jetzt als Einbrecher gelte, weil ich da in die Tür reingegangen bin. Oder es ist irgendwas passiert, was ich irgendwie nicht überrissen habe gerade. Nur mal hier runter. Ach ja, das ist das wohl. Wo es die Kinderstation am meisten betroffen hat. Das ist alles Privatbesitz. Hier sind es auch wieder alle. Ich rufe nach Hilfe, Hilfe. Das machen die echt wegen mir. Komisch. Anscheinend habe ich es verkackt. Weil ich da reingelaufen bin. Naja, jetzt sind wir schon mal hier. Jetzt haben wir eh verkackt bei denen. Da ja eh jeder weiß, was wir hier machen. Und außerdem, der Bruno ist da nicht so. Wir können ja unsere Entscheidungen hier in dem Spiel, ja, ich kann mal sagen, auf die ein bisschen mit den Charakteren rechtfertigen. Ne? Der Bruno ist zum Beispiel ein Arsch. Der Bruno nimmt sich gerne Medikamente und Essen und Gemüse. Der Bruno, der kennt da nix. Der geht einfach durch. Der Koch, ne? Wenn der Koch eine gute Karotte sieht, dann muss der zugreifen, der Koch. Meine Freunde. Der Marco hat's aus Versehen gemacht. Aber der Bruno. Oh, was kann ich denn verzichten? Hier, die Kräuter sind kacke, glaube ich. So, das war's. Er ist hier, vernehmen Sie, was Sie wollen, gehen Sie. Ich bin echt das Arschloch hier in dem Spiel. Verdammt. Die mögen mich nicht. Müssen wir uns daran erinnern, mit wem wir hierher gekommen sind, ne? Also Bruno können sie nicht leiden. Und den Marco, glaube ich. Aber das Sicherheitspersonal ist weg. Lass uns gehen. Das hat hier irgendwie keinen Sinn. Bruno ist zurück.